Seit 1984 gibt es daher für die Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich, die täglich oder auch wöchentlich von ihrem Hauptwohnsitz zum Arbeitsort pendeln müssen, die niederösterreichische Pendlerhilfe. Und wenn wir hier einen Blick über die Landesgrenzen hinaus machen und uns anschauen, was andere Bundesländer an Pendlerhilfe anbieten, und diese Zahlen möchte ich Ihnen schon ein bisschen mitgeben auf den Weg, dann sehen wir, dass wir hier wirklich ein sehr gutes Angebot haben. Im Burgenland gibt es eine Pendlerhilfe mit maximal 365 Euro. In Kärnten sind es maximal 400 Euro, in Oberösterreich maximal 300 Euro, Salzburg 285 Euro, in der Steiermark maximal 360 Euro, in Tirol maximal 290 Euro. In Niederösterreich ist die Bandbreite von 450 Euro bis maximal 1220 Euro. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass Niederösterreich seine Pendler etwa dreimal so hoch fördert wie andere Bundesländer. Ich möchte daher auch verweisen, dass es vom Niederösterreichischen Arbeitnehmer- und Angestelltenbund, vom NÖAB, eine Kampagne gibt zur Arbeitnehmerveranlagung, wo kostenlos darüber informiert wird, wie ich denn diese Kosten zusätzlich auch noch steuerlich absetzen kann. Wir konnten da im Vorjahr etwa 1500 Landsleute direkt beraten und ungefähr 20.000 Niederösterreicher gezielt mit Informationen versorgen. Es kann aber nicht alleine die Aufgabe des Landes sein, sich um die Pendlerinnen und Pendler zu kümmern. Ich möchte in diesem Zusammenhang den Bund auffordern, sich vermehrt mit diesem Thema zu beschäftigen und auch hier die Pendler stärker zu unterstützen als bisher. Schwerpunkte, die es dazu gibt und die ich nennen möchte, vor allem für unsere niederösterreichischen Pendler, sind im Steuerrecht andere Pendlerpauschalen zu verankern, höhere Pendlerpauschalen zu verankern, im öffentlichen Verkehr darauf zu achten, dass die Preise für den öffentlichen Verkehr uns nicht davon galoppieren, etwa mit einem genauen Controlling auch der Preisgestaltung der ÖBB. Der NÖAB hat sich das zum Ziel gesetzt, eine Kampagne zu machen, dass es so nicht weitergeht, dass dieser Preis in ungeheure Höhen steigt, was man vor Jahren gar nicht sich zu denken getraute, ist heute Realität. Und wenn Sie das vergleichen, liegen wir mit der alten Konventionswährung schon weit über 20 Schillinge. Dem NÖAB ist es deshalb auch ein ganz großes Anliegen, weil wir wissen, dass das Auto kein Luxusgegenstand ist für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Sie haben gerade gehört, wie viele Niederösterreicher pendeln und was das Land tut. Und wenn wir schon wesentlich mehr Summen ausschütten wie alle anderen Bundesländer, dann kann das aber nicht auf den Schultern der Länder und der Pendler allein ruhen, sondern dann bedarf es auch der bundeseinheitlichen Maßnahmen. Die Leute fahren ja nicht zum Spaß spazieren, sondern die bringen letztendlich ihre Kinder dort, wo es nicht erreichbar ist, zu den Vereinen, zu den Schulen, zu den Bildungseinrichtungen. Sie fahren in die Arbeit. Das ist der wesentlichste Treiber für die Fahrt mit dem Auto. Und wenn man sieht, dass schlussendlich der Arbeitsplatz das Zentrale ist, um auch den Wohlstand im Land zu erhalten, dann wissen wir ganz genau, dass die Fahrt dahin natürlich auch ein gewaltiger Kostentreiber geworden ist. Und das kann und soll auch nicht verantwortet werden in der Zukunft. Und ich denke, die Tankstellenpächter, die Leute hier, die sind es, die als erstes eigentlich das zu spüren kommt, zu bekommen. Und wenn sie wissen, dass sie nur einen Cent kriegen die pro Liter hier in die Tankstelle herein, dann sind es nicht die Tankstellen, dann sind es nicht die Leute hier, die das große Geld verdienen, sondern die sitzen ganz woanders. Die können kaum ihre Kosten damit abdecken, denn wenn man sich das vorstellt, dass 21 Tankstellen Pächter und Tankstellen in Niederösterreich im letzten Jahr gesperrt haben und bundesweit 81 Pächter aufgegeben haben, dann stehen die an uns eigentlich Druck von den Konzernen. Die Pächtermargen werden immer geringer, die Leute kriegen es hier vorab ab und die Herren in den Konzernen verdienen sich nicht mehr wie früher, und zwar wirklich eine goldene Nase, wenn Sie sich anschauen. 12 Milliarden Gewinn für Total, 23 Milliarden Gewinn für BP, da ist das schon abgeschrieben, das Desaster, was sie in der Karibik angerichtet haben, 31 Milliarden für Shell und 40 Milliarden für ExxonMobil. Die Herren Konzerne kassieren Milliarden am Rücken der Pendler, und was die Kollegin Schwarz schon gesagt hat, dann, wenn die Preise am internationalen Rohölmarkt runtergehen, merken unsere Kunden nie was, dass hier der Preis wieder zurückgeht. Und das ist das Ärgerliche. Und angesichts dieser Dinge gibt es
ganz klar eine Beschlusslage des niederösterreichischen ÖRBs. Entweder es kommt wieder in Österreich zu einer Preisregulierung und der Wirtschaftsminister ist aufgefordert, den Preis wieder zu regulieren, staatlich zu regulieren, das wieder entspricht aber dem Markt, dann kann es nur auf der anderen Seite heißen, eine ganz klare Erhöhung des Pendlerpauschales und eine Erhöhung der dementsprechenden kilometerbezogenen Ersätze von 0,42 Cent auf 0,50. Und daher fordern wir wirklich auf, erstens die Mineralölkonzerne mal ihre Politik zu überdenken und gleichzeitig die Bundesregierung auch klar aufzufordern, hier Maßnahmen zu setzen, um das Pendeln zu ermöglichen und zwar in einer preislich vernünftigen Relation. Das Land Niederösterreich hat seinen Beitrag, wie wir gerade gehört haben, mehr als verantwortungsvoll geleistet und wird auch in der Zukunft hier zu den Pendlern stehen. Das trägt die Handschrift des NRBs und das trägt die Handschrift einer auch sozialen Modellregion in Niederösterreich.